lass uns weiterfahren. Du kotzt mich an. Hast du gedacht, ich komme nicht dahinter? Wie blöd hast du mich eigentlich gehalten? Findest du nicht, dass du alles ein bisschen zu sehr aufbaust? Mein Gott, wir leben im 20. Jahrhundert. Ich habe eine Freundin, ja, und? Ich habe mit ihr geschlafen, und? Wer sagt mir denn, dass du nicht auch fremd gehst, ne? Man kann doch alles arrangieren. Arrangieren? Mich abservieren? Dich mit ein paar hunderttausend Mark freikaufen? Ja. Du hast offenbar ganz falsche Vorstellungen von meinen Vermögensverhältnissen. Im Gegenteil, mein Liebling. Ich weiß mehr, als du denkst. Du unterschätzt mich schon wieder. Also schön, es tut mir leid. Hörst du, es tut mir furchtbar leid. Was hast du dir dabei gedacht? Hm? Ausgerechnet sie. Für dich du angeblich wie ein Vater. Ich liebe Senta. Verstehst du? Wir können über alles reden. Jetzt lass uns endlich weiterfahren. Damit du wieder zu ihr gehen kannst. Damit du... Ich möchte zahlen, ja? Entschuldigung, ich war mit meinen Gedanken einfach woanders. Habe ich Ihnen wehgetan? Nein. Nein. Das täte mir leid. Schon gut. Kann ich irgendwas für Sie tun? Danke. Ist alles in Ordnung. Danke.
Sie sollten hier nicht so allein rumlaufen. Was geht Sie das an? Ich habe mir Sorgen um Sie gemacht. Nachdem, was hier passiert ist, hier ist eine Frau ermordet worden. Ich kann schon auf mich selbst aufpassen. Ja, das sagt sich so leicht. Sie haben Ärger mit Ihrem Mann, nicht wahr? Was geht Sie das an? Nichts. Die frische Luft tut gut. Eigentlich eine schöne Nacht. Ja. Es ist wirklich eine schöne Nacht. Und dabei wird's Winter. Wie bitte? Nee, meine Frau ist nicht drin. Ich dachte, vielleicht ist ja schlecht geworden. Sie haben ein paar Cognac getrunken und kaum was gegessen und ich war schon eine Viertelstunde auf Sie. Na, hoffentlich ist sie nicht in den Wald gegangen. Da ist vorgestern eine Frau umgebracht worden. Ich habe sie gesehen. Grässlich. Die Zunge so raus. Sie sollten besser die Polizei informieren. Ihr seid auf einer Party. Ja, aber wir sind früher zurückgefahren. Gibt's mir was zu trinken? Ist was passiert? Ein schlimmer Abend. Wieso? Meine Frau weiß von uns. Und jetzt? Sie muss uns nachspioniert haben. Sie hat es mir auf der Party gesagt und ich wollte nicht lügen. Und jetzt? Ja, und jetzt ist sie verschwunden. Wie, jetzt ist sie verschwunden? Erst wollte sie ganz plötzlich nach Hause. Und dann musste ich auf der Raststätte halten und hat sie weitergetrunken. Dann ist sie rausgegangen, zur Toilette, dachte ich. Und ist nicht wiedergekommen. Oh Gott, das tut mir leid. Komm, vergiss es. Für sie muss es schlimm gewesen sein. Sie hat immer gedacht, du bist sowas wie ein Vater für mich. Bestimmt hat sie jemanden gefunden, der sie mitgenommen hat. Horst, du musst da sein, wenn sie nach Hause kommt. Bitte, wir müssen alles in Ruhe regeln. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ob er schon bei der Polizei war und mich suchen lässt? Nicht mehr von ihm reden, hm? Schluss. Finito. Du warst wunderbar. Übertreib nicht. Nein, im Ernst. So eine tolle Frau habe ich noch nie gehabt. Schluss, finito. Ah. Nicht davon reden. Lieber machen. Ne? Ach, komm her, du. Was ist denn? Warum hast du mich im Wald belogen? Wieso denn belogen? Du heißt gar nicht Schöner, du heißt bald Richard. Ja, Schöner ist mein Künstlername.
Altruschat, das klingt irgendwie nach Kuhstall. Naja, mein Großvater, der war Melker in Ostpreußen. Und wie verdienst du dein Geld? Ganz schön mühsam, sag ich dir. Zurzeit jobbe ich im Gebrauchtwagenhandel. So siehst du aber nicht aus. Wirklich? Meinst du das ehrlich? Ich bin Schauspieler, hey. Pass auf! Hier, der Idiot von Dostojewski. Don Carlos, Iphigenia auf Tauris, Zwergnase. Das war in Rüsselsheim. Ich sagte, das war wunderbar. Und das Tollste war hier ein Sozialdrama von Franz Xaver Krötz, Hänsel und Gretel. Das war der Superhit. In Castrop Rauxel war das. Naja, momentan habe ich kein Engagement, weil ich habe eine Bühnenstauballergie. Aber dir kann ich alles vorspielen, was du willst. Glaube ich dir aufs Wort. Die ganze Welt ist Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler. Sie treten auf und gehen wieder ab. Und sein Leben lang spielt einer so manche Rolle. Über 7 Akte hin. Ich habe Kopfschmerzen. Da habe ich doch was für dich. Nimmst du am besten gleich 2 davon? Wirkt nämlich todsicher und ich hol dir ein Wässerchen. So, hier ist ein. Du, bitte, leg das weg. Ich könnte ihn umbringen. Ich habe ihn geliebt, wirklich geliebt. Tja. So ist es. Naja, umbringen, das ist ja auch ein bisschen heftig. Was du da für Stress kriegst. Muss es doch was Besseres geben. Wie Besseres? Ja, meine ja nur. Ach, entschuldige mich, du. Ich habe da nämlich was am Laufen. Richtig gutes Geschäft. Bis gleich. Ja? Sag mal, wo steckst du denn? Ich habe schon ein paar Mal versucht, dich zu erreichen. Hallo, Biggie. Du, wir haben noch einen gelüpft, weißt du? Wir haben 2 Wagen verkauft und das muss vergossen werden. Der Kurs ist ein Flop. Ich glaube, ich komme schon früher zurück. Du, das wird von mir aus nicht gehen, weißt du? Ich muss morgen, also heute muss ich noch nach Heidelberg und danach nach Freiburg. Ach Mensch, statt dass du dich freust. Aber mach dir mal keine Gedanken. Hier gibt's auch attraktive Männer. Mit richtig guten Jobs und so. Biggie, ich habe hier was richtig Großes am Laufen. Glaub ich. Glaubst du? Ja. Sag mal, was mir erzählt dein Mann sei Anlageberater, ne? Ja, vor allem berät er sich selbst sehr gut. Aha. Andere betrügt er. Und sein ganzes Geld hat er in Luxemburg? Ja. So wie Sie den Vorgang schildern, Herr Blankenberg, kann ich da wenig für Sie tun. Tut mir leid. Ich frage Sie ja nur ganz privat, weil wir uns kennen. Hatte Ihre Frau vielleicht Gründe, Sie zu verlassen? Ach, Herr Brinkmann, unsere Ehe ist normal. Wie die meisten Ehen. Mal Krach, mal Leidenschaft, mal Langeweile. Ihre Frau hatte gestern etwas viel getrunken, sagten Sie. Ja, ist auch normal. Ich meine, bei ihr normal. Aber ich mache mir trotzdem Sorgen. In der Zeitung steht, bei der Raststätte, wo wir gehalten haben, ist eine Frau ermordet worden. Ach so, nein. Den Täter haben wir vorgestern Nacht schon festgenommen. Ein vorzeitig aus der Haft entlassener Sexualstraftäter. Tja. Und was soll ich jetzt machen? Sie sollten Ihre Frau auf jeden Fall als vermisst melden. Aber dafür bin ich nicht zuständig. Sie müssen zur Vermisstenstelle. Ja, ich weiß, Sie sind nur für Tote zuständig. So ist es.
Sie waren in diesem Jahr gar nicht auf Amrum. Nein, nein, wir waren tauchen auf den Malediven. Tauchen, das ist nichts für mich. Wattwandern ist jedes Jahr mein liebster Sport. Herr Blankenberg, ich hoffe, dass Ihre Frau sich sehr bald bei Ihnen meldet. Und wie gesagt, Vermisstenstelle, erster Stopp. Ja, gut, danke. Ach, das ist schön, Herr Blankenberg. Gerade habe ich den Kaffee fertig. Lassen Sie ihn ruhig, ich gehe schon selber an. Blankenberg. Hallo, Blankenberg. Hallo. Wir haben Ihre Frau. Und wir wissen einiges über Sie. Ihre Frau hat nämlich viel erzählt, als wir ein bisschen nachgeholfen haben. Ja, und wir wissen auch, wo Ihr Geld liegt. Hören Sie? Ja, ja. 2 Millionen Mark. In 1000er und 500er Scheine. Dann sind wir quitt. Sie kriegen Ihre Frau heiß zurück. Und alles ganz diskret. Hä? Wie soll denn das funktionieren? Ganz einfach. Sie holen Geld aus Luxemburg von Ihrer Bank und wir melden uns wieder. Und machen Sie keine linke Dinge, ja? Sonst wir reden ein bisschen mit dem Finanzamt. Hören Sie mal. Hallo? Hallo? Ja, läuft doch wie geschmiert, oder? Das lässt er sich nie gefallen. Ach, was? Vergiss nicht. Eigentlich wolltest du ihn ja umbringen, oder? Ja, eigentlich. Warum lassen Sie mich nicht allein, wenn ich telefoniere? Aber Herr Blankenberg, das haben Sie nicht gesagt. So etwas muss man doch nicht sagen. Das ist eine Frage des Taktgefühls. Was starren Sie mich so an? Entschuldigung. Ich dachte, ist denn irgendwas passiert? Lassen Sie mich jetzt einfach mal in Ruhe. Wir beide sind doch nicht verheiratet. Sie sind hier, um Briefe zu schreiben. Weiter nichts. Versuchen Sie das endlich mal in Ihren Kopf zu kriegen. Danke. Frau Knopf, ich bin heute für niemanden mehr zu sprechen. Ich wollte es dir nicht am Telefon sagen, aber... Was denn? Ich werde erpresst. Von ihr? Ja, das weiß ich nicht. Mann hat angerufen. Meine Frau ist angeblich entführt worden. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Aber ihr traue ich alles zu. Sie wollen natürlich Geld. Viel Geld. Ich fahre jetzt nach Luxemburg und hol das Geld. 2 Millionen wollen die. Du musst zur Polizei gehen. Senta, meine Frau weiß zu viel über meine Geschäfte. Ich muss zahlen, was die verlangen. Verstehst du? Und dann... Dann mache ich reinen Tisch. Ich lass mich scheiden. Egal, was es kostet. Und wir heiraten. Horst. Meinetwegen musst du dich nicht scheiden lassen. Warum nicht? Für mich bist du mehr als ein Ehemann. Hm.
Verstehe. Ich liebe dich. Ich rufe dich an, wenn ich zurück bin. Ja. Hm? Bald. Das Ganze ist so widerlich. Auch ich habe vieles falsch gemacht. Früher schon. Vielleicht kann ich dir das mal erzählen, irgendwann. Was meinst du denn? Wenn das hier vorbei ist, wird alles anders. Das spreche ich dir. Ich verstehe gar nicht, was du meinst. Ich habe hier etwas, was Sie schon lange wissen sollten. Sie erhalten eine Kopie. Schauen Sie nachher in Ihren Briefkasten. Ende. Du wirst staunen, wie das Zeug schmeckt. Wie denn? Ah, einfach super, ey. Vati, Vati, bringst du uns was mit? Ja klar, Kinder, was denn? Etwas, damit man die Zähne kaputt machen kann und etwas, um dick zu werden. Aber Kinder, das sind ja gleich zwei Sachen. Wir wissen ja nicht, was dieser junge Mann empfiehlt. Aber wir empfehlen nach Extremsituationen. Power complete. Nicht kleckern, klotzen. Was ist denn? Ich weiß nicht. Ja? Herr Blacherberg. Hören Sie gut zu. Heute Abend, 21 Uhr, Sie fahren auf der Autobahnraststätte Sonthof. Da Sie gehen auf Männerklo, rechte Kabine, und finden dort neue Anweisungen. Das Geld, Sie lassen in den Auto. Ich will erst meine Frau sprechen. Das Geld, Sie packen in eine Reisetasche. Ich will meine Frau sprechen, sonst läuft gar nichts. Hallo, Silvia. Wie geht's? Horst, bitte tu, was er sagt. Ich habe Angst. Die bringen mich sonst um. Hallo. Hallo. Du weißt wunderbar. Einfach zum Niederknien. Hallo. Und wenn er doch zur Polizei geht? Ach komm, das tut er nicht. Nie und nimmer. So einer fürchtet nichts mehr auf der Welt als das Finanzamt. Um 21 Uhr soll ich an der Raststätte Sandhof sein. Und du willst da wirklich hin? Natürlich. Denen geht's ja nur ums Geld. Allen geht's immer nur ums Geld. Na und? So ist das nun mal im Leben.
Ist was? Nein, Entschuldigung. Hast du Probleme? Ich habe sie gerade mit jemandem verwechselt. Tut mir leid. Kann ich dir helfen? Ich glaube nicht. Silvia! Silvia? Ach du Scheiße. Sag mal, wo warst du denn? Ich hatte keine Zigaretten mehr. Bist du völlig wahnsinnig geworden, wenn dich jemand gesehen hat? Es hat mich keiner gesehen. Reg dich nicht auf. Du, hör mal zu. 10 Jahre Knast riskiere ich, verstehst du? Und du läufst in der Gegend rum und kaufst Zigaretten? Lass mich los! Du mach das nie mehr. Du mach das nie mehr. Du, wir sitzen in einem Boot und wir müssen verdammt aufpassen. Würdest du mich bitte loslassen? Ich hab das Geld. Es hat alles geklappt, wie ich gesagt habe. Und? Wenn dir jetzt jemand gefolgt ist? Da war niemand. Ich habe schon aufgepasst.
unser Glück. Hätte ich mir nicht gedacht, wie leicht das geht. Rapuzapo, einen Haufen Geld. Der wird uns noch Ärger machen. Ich kenne ihn. Nee. Der wird still sein. Ganz still. Den kenne ich. Blankenberg heißt der. Und gestern war er in meinem Büro. Ach. Ja. Seine Frau ist ihm weggelaufen. Sonderlich unglücklich schien er nicht darüber zu sein. Was hat er gemacht? Ich meine beruflich? Geld. Blüten? Nein. Er spekulierte auf eigene oder auf fremde Rechnungen und vermittelte Anlagen. Mir wollte er damals auf Amrum bombensichere Papiere verkaufen mit 12% Rendite. Und? Haben Sie zugegriffen? Ab 9% werde ich misstrauisch. Er war auch nie reich. Das ist stark, das ist wirklich stark, Senta. Das hat Kraft. Da ist sowas wie ein Ziel drin. Das ist wunderbar. Da ist dir sowas Großartiges gelungen. Das ist dynamisch, das ist wundervoll, das ist auch ganz neu bei dir. Die ist noch nicht fertig. Wie, die ist noch nicht fertig? Das ist viel fertiger als alles, was du bisher gemacht hast. Ich bitte dich, lass sie so, genau so. Meinst du? Ja, klar. Großartig. Ich habe keinen Abstand mehr. Ich habe die ganze Nacht durchgearbeitet. Wie, du hast überhaupt nicht geschlafen? Was würde denn dein Freund dazu sagen? Der ist doch immer so besorgt um dich. Wie lange kennst du den eigentlich schon? Da lebten die Eltern noch. Nach ihrem Tod hat er sich sehr um mich gekümmert. Das ist doch ideal. Freund, Helfer und Mann, alles in einem. Fast zu schön, ne? Du sagst es. Weißt du noch mal, diese Power, ne? Ich entdecke da wirklich einen ganz neuen Zug in dir. Was meinst du? Naja, genau wie ich sage. Hast du schon einen Namen? Weiß nicht, ich dachte irgendwas mit Wahrheit. Nee, das hat doch was Bedrohliches, fast Gefährliches. Todesbote. Vielleicht Todesbote. Ja, bitte? Brinkmann, wir sind angemeldet. Kommen Sie bitte in den 7. Stock. Mein Kollege Herr Wegner. Mein Name ist Brink. Kommen Sie bitte hier lang. Was ist mit Herrn Blankenberg? Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen oder gesprochen? Nehmen Sie doch bitte Platz. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen oder gesprochen? Gestern. Da war er vormittags im Büro und dann ist er weggefahren. Seine Frau scheint nicht zu Hause zu sein. Herr Blankenberg ist tot, ja? Ja. Ich wusste es. Er wurde ermordet. Ich habe es geträumt. Ich habe es ganz deutlich gesehen. Man hat ihn erschossen, nachts. Mehrere Schüsse. Alle Achtung. Sie träumen treffsicher. Nur bei Vollmond. Haben Sie auch geträumt, wer ihn erschossen hat? Nein, es war ja dunkel. Das heißt, ein schwaches Licht von oben, so ein Schimmer wie vom Mond. Nein, von der Parkplatzbeleuchtung einer Autobahnraststätte. Da ist es passiert. Es wird immer schlimmer mit meinen Träumen. Beim vorigen Vollmond habe ich von einer schwarzen Katze mit einem weißen Fleck geträumt. Am nächsten Morgen saß sie bei meiner Mutter vor der Tür. Total schwarz und ein weißer Fleck unterm Kinn. Hier so, ganz wie in meinem Traum. Ein wunderschöner Kater. Teufel nennen wir ihn. Sind Sie die einzige Mitarbeiterin von Herrn Blankenberg? Ja. Herr Blankenberg hat immer viel selbst erledigt. Sein Büro? Ja.
Herr Blankenberg telefoniert viel und arbeitet selbst am PC mit Spracherkennungssoftware. Kennen Sie so etwas? Na gewiss doch. Das ist ein Voice Type, simply speaking. System XD. Das ist ein Allee. Kennen Sie Allee? Muss ich? Kennen Sie Frau Blankenberg? Ich habe sie nur zwei, dreimal gesehen. Ihr Eindruck? Die große Liebe war es wohl nicht. Oder nicht mehr. Aber wo gibt's die heutzutage schon? Da haben Sie recht. Gab's da noch andere Frauen? Wenn Sie mich so direkt fragen... Wie heißt sie? Direkt gefragt. Senta Sando. Glaube ich. Oder so ähnlich. Und wie kamen Sie mit ihm aus? Na ja, was soll ich sagen? Er war korrekt. Aber sonst... Was sonst? Mein Typ war er nicht. Ja, das wär's fürs Erste. Sagen Sie, Herr Kommissar, wollen Sie mich nicht fragen, wo ich gestern Abend zur Tatzeit war? Nein, wollte ich nicht. Aber ich sag's Ihnen trotzdem. Ich war allein zu Hause. Mit Teufel, weil meine Mutter in der Oper war. Gut zu wissen. Was soll ich denn jetzt machen? Weiterarbeiten, Frau Knof. Bis Frau Blankenberg sich meldet, sie ist doch wohl die Erbin der Firma. Wiedersehen, Frau Knof. Und vielen Dank für Ihre Auskünfte. Sie haben uns sehr geholfen. Sie sagen ja gar nichts. Ich hatte zwar einen Schuss in der Socke, aber dass sie so treffend geträumt hat, ist schon merkwürdig. In der Tat. Es berührt sie überhaupt nicht, dass Blankenberg tot ist. Warum sollte sie heucheln? Er war ihr nicht sympathisch. Trotzdem. Vielleicht hat es Frau Knof gestört, dass Blankenberg seine Frau betrogen hat. Das tun viele Männer. Aber es gibt Frauen, die sich das nicht gefallen lassen. Entschuldigung. Ich kann es noch nicht fassen. Frau Sando, helfen Sie mir, die Person zu finden, die Herrn Blankenberg erschossen hat. Ja. Kennen Sie Frau Blankenberg? Kennen. Naja. Wollte Herr Blankenberg sich von seiner Frau trennen? Das weiß ich nicht. Er hat manchmal darüber geredet, aber ich hätte es nie von ihm verlangt. Er war für mich der Mann, der starke Mann, an den ich mich anlehnen konnte. Aber ich habe hier meine Arbeit. Das ist mein Leben. Interessant. Diese Plastiken, das sind doch Plastiken. Was sollen die ausdrücken? Die müssen für sich selber sprechen. Wenn die Ihnen nicht sagen, habe ich Pech gehabt, ich kann Ihnen nicht erklären. Schade. Zurück zu Frau Blankenberg. Wissen Sie, dass sie verschwunden ist? Horst hat sowas gesagt. Was hat er Ihnen erzählt? Dass sie sich gestritten hätten und sie sei daraufhin weggelaufen. Eifersucht kann Menschen unberechenbar machen. Wollen Sie damit sagen, dass Frau Blankenberg Ihren... Nein, nein, ich frage mich nur, ob Frau Blankenberg etwas gewusst hat von ihrem Verhältnis. Das weiß ich nicht. Mir ist allerdings aufgefallen, dass ein paar Tage lang ein und derselbe Wagen hier vom Haus geparkt hat. Und einmal, als ich Horst nachgewinkt habe, ist er auch gleich weggefahren. Erinnern Sie sich an den Autotyp oder das Nummernschild oder wer drin saß? Nein, es war ein kleiner schwarzer Wagen. Wann haben Sie Herrn Blankenberg zuletzt gesehen oder gesprochen? Es war gestern Vormittag. Da war er auf dem Weg zu einem geschäftlichen Termin nach Luxemburg. Worum ging es bei diesem Termin? Das weiß ich nicht. Aber ich hatte das Gefühl, er steht unter Druck und braucht dringend Geld. Es scheint ein Flop zu sein. Hallo? Ist hier jemand? Hallo?
Tote Hose, ich hab dir gleich gesagt, das mit dem anonymen Anrufer ist ein Windei. Hör auf, wenn sie dich hier gefesselt versteckt hätte. Hallo? Ist da jemand? Komm, wir gucken mal. Hallo? Ich werde ganz ruhig bleiben. Still liegen bleiben, wir rufen gleich Franke Bauer. Mach ich, sag Bescheid. Sie können ganz ruhig sein. Wir haben es gleich. Sie ist körperlich in relativ guter Verfassung, psychisch allerdings gar nicht. Können wir mit Frau Blankenberg sprechen? Ich würde sie heute lieber noch ganz in Ruhe lassen. Aber es ist ja wichtig. Aber bitte nur kurz. Ich hatte Streit mit meinem Mann. Ich war sehr aufgeregt. Worum ging es? Um eine Frau. Mein Mann hat eine geliebt. Und um mich abzureagieren, bin ich dann einfach weggelaufen und auf einem Waldweg spazieren gegangen. Und? Als ich zurückkam, stand da auf einmal ein Transporter. Und als ich vorbei wollte, ging hinten die Tür zum Laderaum auf. Und dann sprangen zwei maskierte Männer heraus. Und die haben mir ein Tuch ins Gesicht gedrückt und mich in den Wagen gezerrt. Ich bin dann gleich bewusstlos geworden. Wir können auch später wiederkommen. Nein, nein, es geht schon. Danke. Als Sie wieder zu sich kamen, was war da? Ich war irgendwo angekettet. Und die hat mich auch gefesselt und mir die Augen verbunden. Ich konnte nicht sehen. Es war schrecklich. Was wollten die von Ihnen? Sie wollten alles über die Geschäfte meines Mannes wissen. Sie haben gedroht, mich umzubringen, wenn ich ihnen nicht verrate, wo er sein Geld hat. Sie wollten 2 Millionen. Dabei ist mir was aufgefallen. Ja? Der eine, der am meisten geredet hat, sprach Deutsch mit einem leichten Akzent. Und einmal hat er was in einer fremden Sprache gesagt. Das könnte Serbisch oder Kroatisch gewesen sein. So aus diesem Raum jedenfalls. Hatte Ihr Mann Geschäftsbeziehungen dorthin? Das weiß ich nicht genau, aber er erwähnte mal was von Fluchtgeldern aus dem ehemaligen Jugoslawien. Aber ich weiß es nicht genau. Sie müssten ihn selbst fragen. Ich konnte ihn bisher noch nicht erreichen. Frau Blankenberg, da muss etwas schiefgelaufen sein. Ihr Mann ist tot. Er ist erschossen worden. Nein, das kann nicht sein. Vermutlich, als er das Lösegeld für Sie überbringen wollte. Aber warum? Das wissen wir noch nicht. Wir müssen die Blankenberg observieren. Und zwar sofort und rund um die Uhr. Organisieren Sie das. Okay. Herein. Frau Doktor.
Haben Sie Spuren von Gewaltanwendung bei Frau Blankenberg entdeckt? Körperlich nicht, aber deutliche Symptome für den psychischen Druck, unter dem sie gestanden hat. Wenn jemand tagelang gefesselt war, muss das doch Striemen an den Handgelenken hinterlassen. Oder Hautabschürfung, wenn man versucht, sich zu befreien. Ja, schon, wenn sie versucht hätte, sich zu befreien. Aber jeder Mensch reagiert anders in solchen Ausnahmesituationen. Trotzdem, merkwürdig. Bitte reden Sie nicht mit ihr drüber. Nanu, Sie sollen doch ruhen. Das kann ich auch zu Hause. Ja, so geht es aber nicht, Frau Blankenberg. Moment, ich hole Frau Dr. Geblis. Ja, guten Tag. Mein Name ist Blankenberg. Ich hätte gerne einen Wagen zum Haupteingang Bürgerkrankenhaus. Ich warte draußen und bitte kommen Sie so schnell wie möglich. Danke. Frau Blankenberg, machen Sie keine Dummheiten. Ich kann Sie nur auf Ihre eigene Verantwortung gehen lassen. Ja, das ist mir klar. Wahnsinnig geworden? Was meinst du, wenn dir jemand gefolgt ist? Warum hast du das gemacht? Was habe ich gemacht? Warum hast du ihn erschossen? Wen habe ich erschossen? Hat er sich gewehrt? Wollte er nicht zahlen? Oder hast du wirklich geglaubt, ich wollte, dass er stirbt? Silvia. Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Horst ist auf dem Parkplatz der Raststätte Sandhof erschossen worden. Bei oder nach der Geldübergabe. Oh mein Gott. Hey, ich war das nicht. Ich habe gesehen, wie er in die Raststätte gegangen ist. Dann habe ich das Geld genommen und dann bin ich weggefahren. Ich glaub dir kein Wort. Er ist erschossen worden. Und die Polizei. Polizei? Du warst bei der... Ach. Jetzt wird mir alles klar. Ja, natürlich. Du brauchst einen Sündenbock. So sieht's doch aus. Du bist nämlich die einzige Person, die wusste, wo ich deinen Mann hinbestellt habe. Und du warst nicht da, als ich zurückkam. Also, wo warst du? Ich war Zigaretten holen. Du warst Zigaretten holen? Beim Automaten? Ja, beim Automaten. Ah, wo dich natürlich niemand gesehen hat, wie du mir erklärt hast. Nein, 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 nein. Ich sag dir eins, das war alles ganz anders. Du bist mir nämlich nachgefahren. Und an der Raststätte hast du dann gewartet, bis dein Mann rauskam und dann hast du ihn erschossen. Und jetzt willst du mir die ganze Sache in die Schuhe schieben. So sieht's nämlich aus. Donnerwetter. Der Mann hat Glück. Frauen in allen Variationen. Wieso? Man hat doch Augen im Kopf. Oh Mann, kümmern Sie sich mal lieber um Ihren Kram, hä? Was das? Ach, ein Mädchen. Ein Mädchen? Ein Mädchen. Silvia, du musst mir glauben, ich war's nicht. Die kriegen dich. Verlass dich drauf. Thank you.
Hallo? Ist da jemand? Ich dachte, du stehst auf Horrorfilme. Sag mal, spinnst du? Warum hast du vorhin nicht aufgemacht? Ich weiß genau, dass du da warst. Ach, Biggie, bitte, jetzt fang doch nicht wieder an. Schau, ich bin einfach wahnsinnig im Stress. Ja, wir haben auf einen Ruck gleich 6 Wagen verkauft. Und 4 davon musste ich gleich überführen und dann war ich noch in der Spielbank und Frau Fortuna hat's endlich mal gut mit mir gemeint. So, und wie viel? 2 Millionen. Nein, wirklich. Du spinnst. Nein, im Ernst. Hey, und morgen geht's los. Du wirst es sehen. Was geht los? Bereisen wir in Spessart oder was? Spessart? Nee, so richtig weit weg. Und dann gibt's nur noch mehr Sonne, Strand und Samba. Und übermorgen geht's los. Sag mal, wie stellst du dir das vor? Ich krieg doch nicht so schnell Urlaub. Dann kündigst du eben, also... Und wer kümmert sich um Tante Irma? Tante Irma, immer Tante Irma. Biggie, verstehst du mich denn nicht? Ich muss endlich mal raus aus dieser Tretmühle. Ich dreh noch völlig durch. Herein. Guten Tag, Frau Knuff. Es tut mir wirklich leid, dass ich Sie bitten musste, nun auch noch am Sonntag hierher zu kommen. Ach, das macht doch nichts. Ich habe für uns ein bisschen Kuchen gekauft. Sehr nett. Sie lieben das Bild?
Ja. Können Sie mir helfen, ihn zu öffnen? Wie kommen Sie darauf? Ja, ich dachte, Sie wissen so viel. Ich meine... Ja, ich kenne die Zahlenkombination. Sie werden es mir nicht glauben, woher. Ich rate mal. Ein Traum hat sie Ihnen erzählt. Vielleicht. »22:15:30. Das ist doch die Telefonnummer von Frau Sandow.« »Tatsächlich? Das wäre mir nie aufgefallen.« Dankeschön, aber es bringt uns nicht weiter. Also bis Freitagabend war mit Sicherheit niemand in dem Keller da. Wann waren Sie denn zuletzt drin? Am Freitagabend. Also vorgestern. Samstag haben wir woanders gepennt, aber seit heute Morgen sind wir wieder hier. Hier ist nämlich wärmer. Gelernt, Leute. Ja klar, doch. Da war kein Aas nicht drin. Und schon gar nicht gefesselt, das hätte man doch gesehen. Also, danke schön. Ihre Aussage ist ja wichtig. Und wie ist es dann hier damit? Ich meine, gibt's Belohnung? Was haben Sie mir zu sagen, was Sie mir am Telefon nicht sagen konnten? Ich wollte ganz einfach mit Ihnen reden. Ich habe Ihnen deutlich genug gesagt, dass für mich die Sache erledigt ist, ja? Ich habe meinem Mann bitter Unrecht getan. Ich muss mir schwere Vorwürfe machen. Wieso? Mein Mann hat sein Leben riskiert, um mich frei zu bekommen. Ich hätte sie nie beauftragen dürfen. Haben Sie diese Frau Sandow eigentlich jemals persönlich gesehen? Warum? Ich bin dabei, ein paar Erkundigungen über Sie einzuholen. Frau Sandow interessiert mich nicht. Von ihr will ich nichts wissen, absolut nichts. Ja, wie Sie wollen. Damit wäre mein Auftrag also beendet. Ja. Ich würde aber gerne helfen, den Mörder Ihres Mannes zu finden. Das ist doch wohl Aufgabe der Polizei, oder? Ja, natürlich. Aber vielleicht könnte ich zum Beispiel versuchen, mitzuhelfen, das Lösegeld wieder zu beschaffen. Honorar nur bei Erfolg. Ich könnte mir auch vorstellen, dass diese ganze Entführung nur inszeniert war, um eine falsche Spur zu legen. Das eigentliche Motiv für den Mord muss man vielleicht ganz woanders suchen. Wie kommen Sie denn darauf? Berufsinstinkt. Ich melde mich. Silvia Blankenberg umfasst den Zeitraum zwischen gestern 13 Uhr und heute 11 Uhr. Danke. Gerd Baltrusch hat heißt. Wissen wir schon was über den? Ja. In München geboren, 1956, Schauspieler ohne Engagement, betreibt zurzeit einen Gebrauchtwagenhandel in der Eckenheimer Landstraße. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Sind Sie Herr Baltruschat? Ziegler ist mein Name. Herr Baltruschat ist nicht da. Wann kommt der denn? In einer halben Stunde vielleicht. Worum geht's denn? Ein Auto natürlich. Dann kann ich Sie genauso gut beraten.
Woran dachten Sie? An dem da wäre ich interessiert. Mein Sohn will immer das Verrückte. Wie wäre es wenigstens mit einer Probefahrt, Papa? Okay, kostet nichts. Ja, ja, aber was kostet der? Da sind nicht viele Kilometer drauf. Diese Motoren halten ewig. Wir haben den Wagen aus erster Hand. Durch einen Todesfall. 20.000. Das ist aber ein stolzer Preis. Warten Sie mal ab. Sie werden schon merken, was in dem Wagen drinsteckt. Bitte hinein in die gute Stube. Junge, den kannst du doch gar nicht bezahlen. Doch. Wie denn? Aus Omas Erbe. Wenn Oma das wüsste. Also, was Herr Baltrisch mir da erzählt hat, da hätte ich mir noch mehr erwartet. Die Beschleunigung. Nee. Ja, und die Straßenlage. Über den Preis können wir ja noch reden. Also mir würde der Wagen schon gefallen. Ist doch mal was anderes als diese Einheitsschlitten. Und die Farbe. Schick. Spinnst du eigentlich? Tante Irma wartet jetzt schon über eine halbe Stunde. Tante Irma, verstehst du? Tobias hat Scheiße gebaut. Wieso denn? Wieso? Jetzt nerv mich du bitte nicht auch noch. Dieser verdammte Stress, ich halte das nicht mehr aus. Sag mir eins, fährst du jetzt mit zu Tante Irma oder nicht? Bitte fahr allein. Ich bleibe hier und warte auf Tobias, okay? Schöne Grüße. Ja, aber der läuft hier doch nicht weg. Ich muss sofort mit Tobias sprechen, verstehst du? Sonst baut er mir noch mehr Mist. Mann. Du hast wirklich ganz dringend Ferien nötig. Bitte. Also, Herr Ziegler, das werde ich wohl noch mit meinem Sohn besprechen müssen. Auch wenn er in letzter Zeit sehr tüchtig war. Ob der Herr Baltruschat wohl inzwischen gekommen ist? Nee. Was wollen Sie denn eigentlich von ihm? Wir melden uns wieder. Sag mal, bist du völlig irre? Das ist mein Wagen. Den will ich haben. Außerdem, wo hast du überhaupt den Schlüssel her? Sag mal, hast du Ärger mit dem Bullen? Wieso? Der Junge trug eine Waffe unter der Jacke. So in einem Halfter an der Seite. Thank you.
Ja? Ja, es geht um den Fall Blankenberg. Ich denke, das dürfte Sie interessieren. Ich kenne nämlich den Mörder. Ja, es gibt da einen ganz interessanten Zeitungsausschnitt, einen Autounfall vor ein paar Jahren. Ja, vielleicht sollten wir uns mal bald treffen. Ich schlage vor, um 11 Uhr, Main in der Gerbemühle. Ja, da sind wir ganz ungestört. Also ich habe Ihnen jetzt alles gesagt, was ich weiß. Und entschuldigen Sie, ich bin etwas in Eile. Sie haben gesagt, Sie seien 3 Tage im Keller gefesselt gewesen. Seit Donnerstag. Merkwürdig. Wieso? Freitagabend lag nämlich noch niemand in dem Keller, in dem man Sie gefunden hat. Und am Tag vorher auch nicht. Das stimmt. Ich habe nicht die ganze Zeit dort gelegen. Ach, wo waren Sie denn? Mein Gott, das weiß ich nicht. Die hat mir ja die Augen verbunden. Ich weiß nur, dass es sehr kalt war und dass es gestunken hat. Und dann sind die wiedergekommen und sind mit mir weggefahren, in den Keller, wo ich später gefunden wurde. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ach, habe ich das nicht. Vielleicht haben Sie mich nicht gefragt. Frau Blankenberg, wollen Sie uns nicht die Wahrheit sagen? Jetzt, wo Ihr Mann tot ist? Ich weiß wirklich nicht, was Sie meinen. Sie sind vom Krankenhaus direkt zu einem Gerd Baltruschat gefahren, in dessen Wohnung, Waldberger Straße 32. Wir haben Sie observieren lassen. Herr Kommissar, wenn mein Mann mich betrügt, dann kann ich mir doch auch jemanden suchen, einen Liebhaber. Und dass ich zuerst zu ihm fuhr, das verstehen Sie doch hoffentlich. Zu wem sonst? Der Koffer hat leider 6 Kilo Übergewicht. Sag mal, was hast du da alles drin? Ja, ein bisschen was zum Lesen und... Dafür müssen Sie extra bezahlen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum du so viel mitnimmst für die kurze Zeit. Naja, man weiß doch nie. Ja, bitte. Aber da oben, da ist ein Typ, der möchte nicht unbedingt über den Weg laufen. Wo denn? Ja, der da oben. Dem habe ich ein kaputtes Auto verkauft. Ach, du. Hoffentlich ist hier drin ein Telefon. Ich will unbedingt noch mal Tante Irma anrufen. Was? Komm. Schön. Was nicht? Wissen Sie, dass Ihr Pass in 4 Wochen abläuft? Ach, das macht nichts. Bis dahin sind wir schon längst wieder zurück. Danke. Walter Bodner, Frankfurt am Main. Ermittlungen und Sicherheitsberatungen. Sich selbst hat er aber gar nicht gut beraten. Tresor von Blankenberg. Es geht dabei um ein Ehepaar Donas, das 1989 bei einem Autounfall umgekommen ist. Donas?
Ja? Nein, Herrn Bodner können Sie nicht sprechen, tut mir leid. Der hat eine Anlage, die seine Gespräche mitschneiden kann. Hallo? Ja? Ja, es geht um den Fall Blankenberg. Ich denke, das dürfte Sie interessieren. Ich kenne nämlich den Mörder. Wenn Sie den Herrn Baltruschat suchen, der ist verreist. Und zwar mit einer sehr jungen Dame. Tut mir leid. Frau Knof, Sie kennen die Künstlerin? Ich habe Frau Sandow zu ihren schönen Plastiken gratuliert. Es gehört sich doch. Ihr Chef? Auch ein Kunstfreund? Das hätte ich nie gedacht. Er muss alles betatschen. Mit dem Alt. Sie wussten also immer, wer Senta Sandow ist? Ja, natürlich. Zum Wohl. Was wissen Sie noch? Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie zur Eröffnung der Ausstellung mit Werken von Senta Sandow. Es ist schön, dass so viele von Ihnen unserer Einladung gefolgt sind. Das freut besonders die Künstlerin, die viele von Ihnen schon lange zu schätzen gelernt haben. Viele wollen sie heute neu für sich entdecken. Senta Sandow hat erstens, zweitens und drittens, finde ich, ein riesiges Talent oder auch eine besondere künstlerische Gabe, wenn Sie so wollen. Sogar Kenner Ihrer Werke werden von Ihrer jüngsten Entwicklung überrascht sein. Ich bin der Meinung und nach meinem Empfinden eine riesengroße Kraft. Erfreuen Sie sich daran, haben Sie den Mut, gehen Sie darauf ein, auf die Intensität, auf das Ungestüm dieser Frau, Senta Sandow, mit so viel Energie. Willkommen bei dieser Aufstellung und ein Applaus für die Künstlerin. Ich glaube, es ist genau so, wie Sie gedacht haben. Der Knopf steckt tief drin. Sie hatten recht, Ihre Plastiken sprechen tatsächlich. Und wenn man genau hinhört, kann man sie sogar verstehen, Frau Donas. Ich heiße Sandow. Reden wir nebenan weiter, bitte. Gut. Frau Donas, Ihr Künstlername ist Sandow. Ein Anagramm. Man stellt die Buchstaben um und aus Donas wird Sandow. Aber Sie heißen Donas, wie Ihre Eltern, die Haus Blankenberg finanziell ruiniert hat. Er hat sie auf dem Gewissen, ja. Trotzdem wurden Sie seine Geliebte. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe es erst vor 4 Tagen erfahren. Und woher so plötzlich? Zufall. Kein Zufall. Sie haben Blankenberg erschossen. Und heute Vormittag den Detektiv Bodner, der Ihnen auf die Spur gekommen war. Hände hoch. Gehen Sie zurück. Frau Donas, noch kann ich Ihnen helfen. Umdrehen. Und die Hände bleiben oben. Eine falsche Bewegung. Und ich schieße. Ob ich jetzt noch jemanden erschieße, ist doch egal. Meine Eltern sind tot. Ich habe nicht gewusst, dass Onkel Horst was damit zu tun hat. Mir haben sie erzählt, ein tragischer Autounfall. Die waren am Ende. Die haben sich umgebracht. Weil Herr Blankenberg sie
finanziell komplett ruiniert hat und um alles betrogen hat. So wie mich. Der das Leben meiner Eltern zerstört. Und meins auch. Ich will raus aus dem Ganzen. Geben Sie mir die Waffe. Sie kommen hier nicht weg. Draußen stehen zwei Streifenwagen. Keine Bewegung. Stehen bleiben. Keine falsche Bewegung. Werfen Sie Ihre Waffe darunter. Mein Chef ist oben im Büro. Aber jagen Sie sie nicht. Sie könnte überreagieren. Ja, seien Sie vorsichtig. Was ist denn los? Ich habe gehört, hier Frau ist was... Frau Sandow steht unter Mordverdacht. Mein Gott. Ihre Gäste können Sie wohl nach Hause schicken. Haben Sie, Frau Donners, die Unterlagen über den Ruin und den Tod Ihrer Eltern zugespielt? Es hat mich große Überwindung gekostet. Belügen Sie sich nicht? Nein. Wirklich nicht. Ich wollte nur, dass sie endlich Bescheid weiß über ihn. Baltuschat war's. Er hat mich zur Erpressung an meinen Mann überredet. Wie das gelaufen ist bei der Geldübergabe, das weiß ich nicht. Aber eines weiß ich genau. Der hat ihn erschossen. Ich habe die Pistole bei ihm zu Hause gesehen. Sie kommen zu spät, Frau Blankenberg. Haben Sie ihn gefasst? Nein. Frau Sandow hat den Mord begangen. Er ist mit den 2 Millionen verschwunden. Das ist ein klares Schuldeingeständnis. Ja, für Lösegelderpressung, an der Sie beteiligt waren. Und deshalb nehme ich Sie auch vorläufig fest und Sie kommen mit aufs Präsidium. Bitte nach Ihnen. Übrigens, Baltuschat ist auf den Bahamas. Den werden wir auch bald haben. Seine Freundin hat hier in Frankfurt ihre Tante angerufen. Ist doch nett von ihr. Bitte. Nördlich in Richtung Keichen. Achtung, die Zielperson ist bewaffnet.
Jetzt im Anschluss bekommen es Kommissar Thiel und Professor Börne mit einem Mord in einer schlagenden Verbindung zu tun. Während der eine seine Abneigung gegen derartige Männerbünde nicht verhehlen kann, schwelgt der andere in blutigen Erinnerungen und lässt seine alten Kontakte wieder aufleben. Verfolgen die beiden noch das gleiche Ziel? Der Tatort Satisfaktion. Jetzt hier im HR-Fernsehen. Ich habe hier etwas, was Sie schon lange wissen sollten. Sie erhalten eine Kopie. Schauen Sie nachher in Ihren Briefkasten. Ende. Du wirst staunen, wie das Zeug schmeckt. Wie denn? Ah, einfach super, ey. Vati, Vati, bringst du uns was mit? Ja klar, Kinder, was denn? Etwas, damit man die Zähne kaputt machen kann und etwas, um dick zu werden. Aber Kinder, das sind ja gleich zwei Sachen. Wir wissen ja nicht, was dieser junge Mann empfiehlt. Aber wir empfehlen nach Extremsituationen. Power complete. Nicht kleckern, klotzen. Was ist denn? Ich weiß nicht. Hey. Ja? Im Lagerberg. Hören Sie gut zu. Heute Abend, 21 Uhr, Sie fahren auf der Autobahnraststätte Sonthof. Da Sie gehen auf Männerklo, rechte Kabine, und finden dort neue Anweisungen. Das Geld, Sie lassen in den Auto. Ich will erst meine Frau sprechen. Das Geld, Sie packen in eine Reisetasche. Ich will meine Frau sprechen, sonst läuft gar nichts. Horst? Hallo, Silvia. Wie geht's? Was er sagt. Ich habe Angst. Die bringen mich sonst um. Hallo. Hallo. Du weißt wunderbar. Einfach zum Niederknien. Hallo. Und wenn er doch zur Polizei geht? Ach komm, das tut er nicht. Nie und nimmer. So einer fürchtet nichts mehr auf der Welt als das Finanzamt. Mit Ihnen reden. Ich habe Ihnen deutlich genug gesagt, dass für mich die Sache erledigt ist, ja? Ich habe meinem Mann bitter Unrecht getan. Ich muss mir schwere Vorwürfe machen. Wieso? Mein Mann hat sein Leben riskiert, um mich frei zu bekommen. Ich hätte sie nie beauftragen dürfen. Haben Sie diese Frau Sandow eigentlich jemals persönlich gesehen? Warum? Ich bin dabei, ein paar Erkundigungen über Sie einzuholen. Frau Sandow interessiert mich nicht. Von ihr will ich nichts wissen, absolut nichts. Na, wie Sie wollen. Damit wäre mein Auftrag also beendet. Ja. Ich würde aber gerne helfen, den Mörder Ihres Mannes zu finden. Das ist doch wohl Aufgabe der Polizei, oder? Ja, natürlich. Aber vielleicht könnte ich zum Beispiel versuchen, mitzuhelfen, das Lösegeld wieder zu beschaffen. Honorar nur bei Erfolg. Ich könnte mir auch vorstellen, dass diese ganze Entführung nur inszeniert war, um eine falsche Spur zu legen. Das eigentliche Motiv für den Mord muss man vielleicht ganz woanders suchen. Wie kommen Sie denn darauf? Berufsinstinkt. Ich melde mich. Thank you.
wirst das erste Observierungsprotokoll Silvia Blankenberg umfasst den Zeitraum zwischen gestern 13 Uhr und heute 11 Uhr. Danke. Gerd Baltruschat heißt. Wissen wir schon was über den? Ja. In München geboren, 1956, Schauspieler ohne Engagement, betreibt zurzeit einen Gebrauchtwagenhandel in der Eckenheimer Landstraße. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, sind Sie Herr Baltruschat? Ziegler ist mein Name, Herr Baltruschat ist nicht da. Wann kommt der denn? In einer halben Stunde vielleicht. Worum geht's denn? Noch ein Auto natürlich. Da kann ich Sie genauso gut beraten. Woran dachten Sie? An dem da wäre ich interessiert. Mein Sohn will immer das Verrückte. Wie wär's wenigstens mit einer Probefahrt? Papa. Okay, kostet nichts. Ja, ja, aber was kostet der? Da sind nicht viele Kilometer drauf. Diese Motoren halten ewig. Wir haben den Wagen aus erster Hand. Durch einen Todesfall. 20.000. Das ist aber ein stolzer Preis. Warten Sie mal. Nicht genau. Sie müssten ihn selbst fragen. Ich konnte ihn bisher noch nicht erreichen. Frau Blankenberg, da muss etwas schiefgelaufen sein. Ihr Mann ist tot. Er ist erschossen worden. Nein. Das kann nicht sein. Vermutlich, als er das Lösegeld für Sie überbringen wollte. Aber warum? Das wissen wir noch nicht. Wir müssen die Blankenberg observieren. Und zwar sofort und rund um die Uhr. Organisieren Sie das. Okay. Herein. Frau Doktor, haben Sie Spuren von Gewaltanwendung bei Frau Blankenberg entdeckt? Körperlich nicht, aber deutliche Symptome für den psychischen Druck, unter dem sie gestanden hat. Wenn jemand tagelang gefesselt war, muss das doch Striemen an den Handgelenken hinterlassen. Oder Hautabschürfung, wenn man versucht, sich zu befreien. Ja, schon, wenn sie versucht hätte, sich zu befreien. Aber jeder Mensch reagiert anders in solchen Ausnahmesituationen. Trotzdem, merkwürdig. Bitte reden Sie nicht mit ihr drüber. Nanu, Sie sollen doch ruhen. Das kann ich auch zu Hause. Ja, so geht es aber nicht, Frau Blankenberg. Moment, ich hole Frau Dr. Geblis. Ja, guten Tag, mein Name ist Blankenberg. Ich hätte gerne einen Wagen zum Haupteingang Bürgerkrankenhaus. Ich warte draußen und bitte kommen Sie so schnell wie möglich. Danke. Frau Blankenberg, machen Sie keine Dummheiten. Ich kann Sie nur auf Ihre eigene Verantwortung gehen lassen. Ja, das ist mir klar. Bist du völlig wahnsinnig geworden? Was meinst du, wenn dir jemand gefolgt ist? Warum hast du das gemacht? Dass ich selbst sehr gut andere betrügt habe. Und sein ganzes Geld hat er in Luxemburg? Ja. So wie Sie den Vorgang schildern, Herr Blankenberg, kann ich da wenig für Sie tun. Tut mir leid. Ich frage Sie ja nur ganz privat, weil wir uns kennen. Hatte Ihre Frau vielleicht Gründe, Sie zu verlassen? Ach, Herr Brinkmann, unsere Ehe ist normal. Wie die meisten Ehen. Mal Krach, mal Leidenschaft, mal Langeweile.
Ihre Frau hatte gestern etwas viel getrunken, sagten Sie. Ja, ist auch normal. Ich meine, bei ihr normal. Aber ich mache mir trotzdem Sorgen. In der Zeitung steht, bei der Raststätte, wo wir gehalten haben, ist eine Frau ermordet worden. Ach so, nein. Den Täter haben wir vorgestern Nacht schon festgenommen. Ein vorzeitig aus der Haft entlassener Sexualstraftäter. Tja. Und was soll ich jetzt machen? Sie sollten Ihre Frau auf jeden Fall als vermisst melden. Aber dafür bin ich nicht zuständig. Sie müssen zur Vermisstenstelle. Ja, ich weiß, Sie sind nur für Tote zuständig. So ist es. Sie waren in diesem Jahr gar nicht auf Amrum. Nein, nein, wir waren tauchen auf den Malediven. Tauchen, das ist nichts für mich. Wattwandern ist jedes Jahr mein liebster Sport. Herr Blankenberg, ich hoffe, dass Ihre Frau sich sehr bald bei Ihnen meldet. Und wie gesagt, Vermisstenstelle, erster Stopp. Ja, gut, danke. Ach, das ist schön, Herr Blankenberg. Gerade habe ich den Kaffee fertig. Lassen Sie ihn ruhig, ich gehe schon selber an. Blankenberg? Hallo, Blankenberg? Hallo? Wir haben Ihre Frau. Und wir wissen einiges über Sie. Ihre Frau hat nämlich viel erzählt, als wir ein bisschen nachgeholfen haben. Ja, und wir wissen auch, wo Ihr Geld liegt. Hören Sie? Ja, ja. 2 Millionen Mark. In 1000er und 500er Scheine. Dann sind wir quitt. Sie kriegen Ihre Frau heiß zurück. Und alles ganz diskret. Hä? Wie soll das funktionieren? Ganz einfach. Sie holen Geld aus Luxemburg von Ihrer Bank und wir melden uns wieder. Und machen Sie keine linke Dinge, ja? Sonst wir reden ein bisschen mit dem Finanzamt. Hören Sie mal. Hallo? Hallo? Ja, läuft doch wie geschmiert, oder? Das lässt er sich nie gefallen. Ach, was? Sie sollten hier nicht so allein rumlaufen. Was geht Sie das an? Ich habe mir Sorgen um Sie gemacht. Nach dem, was hier passiert ist, hier ist eine Frau ermordet worden. Ich kann schon auf mich selbst aufpassen. Ja, das sagt sich so leicht. Sie haben Ärger mit Ihrem Mann, nicht wahr? Was geht Sie das an? Nichts. Die frische Luft tut gut. Eigentlich eine schöne Nacht. Ja. Es ist wirklich eine schöne Nacht. Und dabei wird's Winter. Wie bitte?
Nee, die junge Frau ist nicht drin. Ich dachte, vielleicht ist sie ja schlecht geworden. Sie haben ein paar Cognac getrunken und kaum was gegessen und ich war schon eine Viertelstunde auf sie. Na, hoffentlich ist sie nicht in den Wald gegangen. Da ist vorgestern eine Frau umgebracht worden. Ich habe sie gesehen. Grässlich. Die Zunge so raus. Sie sollten besser die Polizei informieren. Sie kommen hier nicht weg. Draußen stehen zwei Streifenwagen. Keine Bewegung. Stehen bleiben. Keine falsche Bewegung. Halt! Stehen bleiben. Werfen Sie Ihre Waffe darunter. Mein Chef ist oben im Büro. Robert, bleiben Sie dran. Aber jagen Sie sie nicht. Sie könnte überreagieren. Ja, seien Sie vorsichtig. Was ist denn los? Ich habe gehört, hier Frau ist Frau Sandow steht unter Mordverdacht. Mein Gott. Ihre Gäste können Sie wohl nach Hause schicken. Sie, Frau Donas, die Unterlagen über den Ruin und den Tod Ihrer Eltern zugespielt? Es hat mich große Überwindung gekostet. Belügen Sie sich nicht? Nein. Wirklich nicht. Ich wollte nur, dass sie endlich Bescheid weiß über ihn. Baltuschat war's. Er hat mich zur Erpressung an meinen Mann überredet. Wie das gelaufen ist bei der Geldübergabe, das weiß ich nicht. Aber eines weiß ich genau. Der hat ihn erschossen. Ich habe die Pistole bei ihm zu Hause gesehen. Sie kommen zu spät, Frau Blankenberg. Haben Sie ihn gefasst? Nein. Frau Sandow hat den Mord begangen. Er ist mit den 2 Millionen verschwunden. Das ist ein klares Schuldeingeständnis. Ja, für Lösegelderpressung, an der Sie beteiligt waren. Und deshalb nehme ich Sie auch vorläufig fest und Sie kommen mit... Unser Glück. Hätte ich mir nicht gedacht, wie leicht das geht. Rappuzappo und ein Haufen Geld. Der wird uns noch Ärger machen. Ich kenne ihn. Nee. Der wird still sein. Ganz still. Den kenne ich. Blankenberg heißt er. Und gestern war er in meinem Büro. Ach. Ja. Seine Frau ist ihm weggelaufen. Sonderlich unglücklich schien er nicht darüber zu sein. Was hat er gemacht? Ich meine beruflich? Geld. Blüten? Nein. Er spekulierte auf eigene oder auf fremde Rechnungen und vermittelte Anlagen. Mir wollte er damals auf Amrum bombensichere Papiere verkaufen mit 12% Rendite. Und? Haben Sie zugegriffen? Ab 9% werde ich misstrauisch. Er war auch nie reich. Das ist stark, das ist wirklich stark, Senta. Das hat Kraft, da ist sowas wie ein Ziel drin, das ist wunderbar. Dass dir sowas Großartiges gelungen, das ist...
Das ist dynamisch, das ist wundervoll, das ist auch ganz neu bei dir. Die ist noch nicht fertig. Wie, die ist noch nicht fertig? Das ist viel fertiger als alles, was du bisher gemacht hast. Ich bitte dich, lass sie so, genau so. Meinst du? Ja, klar. Großartig. Ich habe keinen Abstand mehr. Ich habe die ganze Nacht durchgearbeitet. Wie, du hast überhaupt nicht geschlafen? Was würde denn dein Freund dazu sagen? Der ist doch immer so besorgt um dich. Wie lange kennst du den eigentlich schon? Da lebten die Eltern noch. Nach ihrem Tod hat er sich sehr um mich gekümmert. Das ist doch ideal. Freund, Helfer und Mann, alles in einem. Fast zu schön, ne? Du sagst es. Weißt du noch mal, diese Power, ne? Ich entdecke da wirklich einen ganz neuen Zug in dir. Was meinst du? Naja, genau wie ich sage. Hast du schon einen Namen? Weiß nicht, ich dachte irgendwas mit Wahrheit. Nee, das hat doch was Bedrohliches, fast Gefährliches. Sie hatten recht, Ihre Plastiken sprechen tatsächlich. Und wenn man genau hinhört, kann man sie sogar verstehen, Frau Donas. Ich heiße Sandow. Reden wir nebenan weiter, bitte. Gut. Frau Donas, Ihr Künstlername ist Sandow. Ein Anagramm, man stellt die Buchstaben um und aus Donas wird Sandow. Aber Sie heißen Donas, wie Ihre Eltern, die Horst Blankenberg finanziell ruiniert hat. Er hat sie auf dem Gewissen, ja. Trotzdem wurden Sie seine Geliebte. Ich habe es nicht gewusst, ich habe es erst vor 4 Tagen erfahren. Und woher so plötzlich? Zufall. Kein Zufall. Sie haben Blankenberg erschossen. Und heute Vormittag den Detektiv Bodner, der Ihnen auf die Spur gekommen war. Hände hoch. Gehen Sie zurück. Frau Donas, noch kann ich Ihnen helfen. Umdrehen. Und die Hände bleiben oben. Eine falsche Bewegung. Und ich schieße. Ob ich jetzt noch jemanden erschieße, ist doch egal. Meine Eltern sind tot. Ich habe nicht gewusst, dass Onkel Horst was damit zu tun hat. Mir haben sie erzählt, ein tragischer Autounfall. Die waren am Ende. Die haben sich umgebracht. Weil Herr Blankenberg sie finanziell und komplett ruiniert hat und um alles betrogen hat. So wie mich. Das Leben meiner Eltern zerstört. Und meins auch. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich will raus aus dem Ganzen. Geben Sie mir die Waffe. Sie kommen hier nicht weg. Draußen stehen 2 Streifenwagen. Keine Bewegung. Natürlich, du brauchst einen Sündenbock, so sieht's doch aus. Du bist nämlich die einzige Person, die wusste, wo ich deinen Mann hinbestellt habe. Und du warst nicht da, als ich zurückkam. Also, wo warst du? Ich war Zigaretten holen. Du warst Zigaretten holen? Beim Automaten? Ja, beim Automaten. Ah, wo dich natürlich niemand gesehen hat, wie du mir erklärt hast. Nein, 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 nein. Ich sag dir eins, das war alles ganz anders. Du bist mir nämlich nachgefahren. Und an der Raststätte hast du dann gewartet, bis dein Mann rauskam und dann hast du ihn erschossen. Und jetzt willst du mir die ganze Sache in die Schuhe schieben. So sieht's nämlich aus.
Donnerwetter. Der Mann hat Glück. Frauen in allen Variationen. Wieso? Man hat doch Augen im Kopf. Oh Mann, kümmern Sie sich mal lieber um Ihren Kram, hä? Was das? Ach, ein Mädchen. Ein Mädchen? Ein Mädchen. Silvia, du musst mir glauben, ich war's nicht. Die kriegen dich. Verlass dich drauf. Entschuldigung, ich war mit meinen Gedanken einfach woanders. Habe ich Ihnen wehgetan? Nein. Nein. Das täte mir leid. Schon gut. Kann ich irgendwas für Sie tun? Danke. Ist alles in Ordnung. Danke.
Hallo, Blankenberg. Hallo. Wir haben Ihre Frau. Und wir wissen einiges über Sie. Ihre Frau hat nämlich viel erzählt, als wir ein bisschen nachgeholfen haben. Ja, und wir wissen auch, wo Ihr Geld liegt. Hören Sie? Ja, ja. 2 Millionen Mark. In 1000er und 500er Scheine. Dann sind wir quitt, Sie kriegen Ihre Frau heiß zurück und alles ganz diskret. Hä? Wie soll das funktionieren? Ganz einfach. Sie holen Geld aus Luxemburg von Ihrer Bank und wir melden uns wieder. Und machen Sie keine linke Dinge, ja? Sonst wir reden ein bisschen mit dem Finanzamt. Hören Sie mal. Hallo? Hallo? Ja, läuft doch wie geschmiert, oder? Das lässt er sich nie gefallen. Ach, was? Vergiss nicht, eigentlich wolltest du ihn ja umbringen, oder? Ja, eigentlich. Warum lassen Sie mich nicht allein, wenn ich telefoniere? Aber Herr Blankenberg, das haben Sie nicht gesagt. So etwas muss man doch nicht sagen, das ist eine Frage des Taktgefühls. Was starren Sie mich so an? Entschuldigung. Ich dachte, ist denn irgendwas passiert? Lassen Sie mich jetzt einfach mal in Ruhe. Wir beide sind doch nicht verheiratet. Sie sind hier, um Briefe zu schreiben. Weiter nichts. Versuchen Sie das endlich mal in Ihren Kopf zu kriegen. Danke. Frau Knopf, ich bin heute für niemanden mehr zu sprechen. Ich begrüße Sie zur Eröffnung der Ausstellung mit Werken von Senta Sando. Es ist schön, dass so viele von Ihnen unserer Einladung gefolgt sind. Das freut besonders die Künstlerin, die viele von Ihnen schon lange zu schätzen gelernt haben. Viele wollen sie heute neu für sich entdecken. Senta Sando hat erstens, zweitens und drittens, finde ich, ein riesiges Talent oder auch eine besondere künstlerische Gabe, wenn Sie so wollen. Sogar Kenner ihrer Werke werden von ihrer jüngsten Entwicklung überrascht sein. Ich bin der Meinung und nach meinem Empfinden eine riesengroße Kraft. Erfreuen Sie sich daran, haben Sie den Mut, gehen Sie darauf ein, auf die Intensität, auf das Ungestüm dieser Frau, Senta Sando, mit so viel Energie. Willkommen bei dieser Aufstellung und ein Applaus für die Künstlerin. Ich glaube, es ist genau so, wie Sie gedacht haben. Der Knopf steckt tief drin. Sie hatten recht, Ihre Plastiken sprechen tatsächlich. Und wenn man genau hinhört, kann man sie sogar verstehen, Frau Donas. Ich heiße Sando. Reden wir nebenan weiter, bitte. Gut. Frau Donas, Ihr Künstlername ist Sando. Ein Anagramm. Man stellt die Buchstaben um und aus Donas wird Sando. Aber Sie heißen Donas, wie Ihre Eltern, die Horst Blankenberg finanziell ruiniert hat. Er hat sie auf dem Gewissen, ja. Trotzdem wurden Sie seine Geliebte. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe es erst vor 4 Tagen erfahren. Und woher so plötzlich?
Zufall. Kein Zufall. Sie haben Blankenberg erschossen. Und heute Vormittag den Detektiv Bodner, der Ihnen auf die Spur gekommen war. Hände hoch. Gehen Sie zurück. Frau Donners, noch kann ich Ihnen helfen. Umdrehen. Und die Hände bleiben oben. Eine falsche Bewegung. Und ich schieße. Ob ich jetzt noch jemanden erschieße, ist doch egal. Meine Eltern sind tot. Ich habe nicht gewusst, dass Onkel Horst was damit zu tun hat. Mir haben sie erzählt, ein tragischer Autounfall. Die waren am Ende. Die haben sich umgebracht. Weil Herr Blankenberg sie finanziell und komplett ruiniert hat und um alles betrogen hat. Hallo. Guten Tag, Frau Knof. Sie kennen die Künstlerin? Ich habe Frau Sandow zu ihren schönen Plastiken gratuliert. Es gehört sich doch. Ihr Chef? Auch ein Kunstfreund? Das hätte ich nie gedacht. Er muss alles betatschen, mit dem Alt. Sie wussten also immer, wer Senta Sandow ist? Ja, natürlich. Zum Wohl. Was wissen Sie noch? Meine Damen und Herren, ich bitte Sie. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie zur Eröffnung der Ausstellung mit Werken von Senta Sandow. Es ist schön, dass so viele von Ihnen unserer Einladung gefolgt sind. Das freut besonders die Künstlerin, die viele von Ihnen schon lange zu schätzen gelernt haben. Viele wollen sie heute neu für sich entdecken. Senta Sandow hat erstens, zweitens und drittens, finde ich, ein riesiges Talent oder auch eine besondere künstlerische Gabe, wenn Sie so wollen. Sogar Kenner ihrer Werke werden von ihrer jüngsten Entwicklung überrascht sein. Ich bin der Meinung und nach meinem Empfinden eine riesengroße Kraft. Erfreuen Sie sich daran, haben Sie den Mut, gehen Sie darauf ein, auf die Intensität, auf das Ungestüm dieser Frau, Senta Sandow, mit so viel Energie. Willkommen bei dieser Aufstellung und ein Applaus für die Künstlerin. Ich glaube, es ist genau so, wie Sie gedacht haben. Der Knopf steckt tief drin. Sie hatten recht, Ihre Plastiken sprechen tatsächlich. Und wenn man genau hinhört, kann man sie sogar verstehen, Frau Donners. Ich heiße Sandow. Reden wir nebenan weiter, bitte. Gut. Frau Donners, Ihr Künstlername ist Sandow. Ein Anagramm. Man stellt die Buchstaben um und aus Donners wird Sandow. Aber Sie heißen Donners, wie Ihre Eltern, die Horst Blankenberg finanziell ruiniert hat. Er hat sie auf dem Gewissen, ja. Trotzdem wurden Sie seine Geliebte. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe es erst vor 4 Tagen erfahren. Und woher so plötzlich? Zufall. Kein Zufall. Sie haben Blankenberg erschossen. Und heute Vormittag den Detektiv Bodner, der Ihnen auf die Spur gekommen war. Hände hoch. Gehen Sie zurück. Frau Donners, noch kann ich Ihnen helfen. Umdrehen. Und die Hände bleiben oben. Eine falsche Bewegung. Können wir mit Frau Blankenberg sprechen? Ich würde Sie heute lieber noch ganz in Ruhe lassen. Aber es ist ja wichtig. Aber bitte nur kurz. Ich hatte Streit mit meinem Mann. Ich war sehr aufgeregt. Worum ging es? Um eine Frau. Mein Mann hat eine Geliebte. Und um mich abzureagieren, bin ich dann einfach weggelaufen und auf einem Waldweg spazieren gegangen. Und? Als ich zurückkam, stand da auf einmal ein Transporter. Und als ich vorbei wollte, ging hinten die Tür zum Laderaum auf. Und dann sprangen 2 maskierte Männer heraus
Und die haben mir ein Tuch ins Gesicht gedrückt und mich in den Wagen gezerrt. Ich bin dann gleich bewusstlos geworden. Wir können auch später wiederkommen. Nein, nein, es geht schon. Danke. Als Sie wieder zu sich kamen, was war da? Ich war irgendwo angekettet. Und die hat mich auch gefesselt und mir die Augen verbunden. Ich konnte nicht sehen. Es war schrecklich. Was wollten die von Ihnen? Sie wollten alles über die Geschäfte meines Mannes wissen. Sie haben gedroht, mich umzubringen, wenn ich ihnen nicht verrate, wo er sein Geld hat. Sie wollten 2 Millionen. Dabei ist mir was aufgefallen. Ja? Der eine, der am meisten geredet hat, sprach Deutsch mit einem leichten Akzent. Und einmal hat er was in einer fremden Sprache gesagt. Das könnte Serbisch oder Kroatisch gewesen sein. So aus diesem Raum jedenfalls. Hatte Ihr Mann Geschäftsbeziehungen dorthin? Das weiß ich nicht genau, aber er erwähnte mal was von Fluchtgeldern aus dem ehemaligen Jugoslawien. Aber ich weiß es nicht genau. Sie müssten ihn selbst fragen. Ich konnte ihn bisher noch nicht erreichen. Frau Blankenberg, da muss etwas schiefgelaufen sein. Ihr Mann ist tot. Er ist erschossen worden. Nein. Das kann nicht sein. Vermutlich, als er das Lösegeld für Sie überbringen wollte. Aber warum? Ist da jemand? Ich dachte, du stehst auf Horrorfilme. Sag mal, spinnst du? Warum hast du vorhin nicht aufgemacht? Ich weiß genau, dass du da warst. Ach, Biggie, bitte, jetzt fang doch nicht wieder an. Schau, ich bin einfach wahnsinnig im Stress. Ja, wir haben auf einen Ruck gleich 6 Wagen verkauft. Und 4 davon musste ich gleich überführen und dann war ich noch in der Spielbank und Frau Fortuna hat's endlich mal gut mit mir gemeint. So, und wie viel? 2 Millionen. Nein, wirklich. Du spinnst. Nein, im Ernst. Hey, und morgen geht's los. Du wirst es sehen. Was geht los? Bereisen wir in Spessart oder was? Spessart? Nee, so richtig weit weg. Und dann gibt's nur noch mehr Sonne, Strand und Samba. Und übermorgen geht's los. Sag mal, wie stellst du dir das vor? Ich krieg doch nicht so schnell Urlaub. Dann kündigst du eben, also... Und wer kümmert sich um Tante Irma? Tante Irma, immer Tante Irma. Wie verstehst du mich denn nicht? Ich muss endlich mal raus aus dieser Tretmühle. Ich dreh noch völlig durch. Herein. Guten Tag, Frau Knuff. Es tut mir wirklich leid, dass ich Sie bitten musste, nun auch noch am Sonntag hierher zu kommen. Ach, das macht doch nichts. Ich habe für uns ein bisschen Kuchen gekauft. Sehr nett. Sie lieben das Bild? Ja. Können Sie mir helfen, ihn zu öffnen? Wie kommen Sie darauf? Ja, ich dachte, Sie wissen so viel. Ich meine... Ja, ich kenne die Zahlenkombination. Sie werden es mir nicht glauben, woher. Ich rate mal. Ein Traum hat sie Ihnen erzählt. Vielleicht.
Ich kenne ihn. Nee. Der wird still sein. Ganz still. Den kenne ich. Blankenberg heißt er. Und gestern war er in meinem Büro. Ach. Ja. Seine Frau ist ihm weggelaufen. Sonderlich unglücklich schien er nicht darüber zu sein. Was hat er gemacht? Ich meine beruflich. Geld. Blüten? Nein. Er spekulierte auf eigene oder auf fremde Rechnungen und vermittelte Anlagen. Mir wollte er damals auf Amrum bombensichere Papiere verkaufen mit 12% Rendite. Und? Haben Sie zugegriffen? Ab 9% werde ich misstrauisch. Er war auch nie reich. Das ist stark, das ist wirklich stark, Senta. Das hat Kraft. Da ist sowas wie ein Ziel drin. Das ist wunderbar. Da ist dir sowas Großartiges gelungen. Das ist dynamisch, das ist wundervoll, das ist auch ganz neu bei dir. Die ist noch nicht fertig. Wie, die ist noch nicht fertig? Das ist viel fertiger als alles, was du bisher gemacht hast. Ich bitte dich, lass sie so, genau so. Meinst du? Ja, klar. Großartig. Ich habe keinen Abstand mehr. Ich habe die ganze Nacht durchgearbeitet. Wie, du hast überhaupt nicht geschlafen? Was würde denn dein Freund dazu sagen? Der ist doch immer so besorgt um dich. Wie lange kennst du den eigentlich schon? Da lebten die Eltern noch. Nach ihrem Tod hat er sich sehr um mich gekümmert. Das ist doch ideal. Freund, Helfer und Mann, alles in einem. Fast zu schön, ne? Du sagst es. Weißt du noch mal, diese Power, ne? Ich entdecke da wirklich einen ganz neuen Zug in dir. Was meinst du? Naja, genau wie ich sage. Hast du schon einen Namen? Weiß nicht, ich dachte irgendwas mit Wahrheit. Nee, das hat doch was Bedrohliches, fast Gefährliches. Todesbote. Vielleicht Todesbote. Ja, bitte? Brinkmann, wir sind angemeldet. Kommen Sie bitte in den 7. Stock. Was würde denn dein Freund dazu sagen? Der ist doch immer so besorgt um dich. Wie lange kennst du den eigentlich schon? Da lebten die Eltern noch. Nach ihrem Tod hat er sich sehr um mich gekümmert. Das ist doch ideal. Freund, Helfer und Mann, alles in einem. Fast zu schön, ne? Du sagst es. Weißt du noch mal, diese Power, ne? Ich entdecke da wirklich einen ganz neuen Zug in dir. Was meinst du? Naja, genau wie ich sage. Hast du schon einen Namen? Weiß nicht, ich dachte irgendwas mit Wahrheit. Nee, das hat doch was Bedrohliches, fast Gefährliches. Todesbote. Vielleicht Todesbote. Ja, bitte? Brinkmann, wir sind angemeldet. Kommen Sie bitte in den 7. Stock. Kollege Herr Wegner. Mein Name ist Brink. Kommen Sie bitte hier lang. Was ist mit Herrn Blankenberg? Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen oder gesprochen? Nehmen Sie doch bitte Platz. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen oder gesprochen? Gestern. Da war er vormittags im Büro und dann ist er weggefahren. Seine Frau scheint nicht zu Hause zu sein. Herr Blankenberg ist tot, ja? Ja. Ich wusste es. Er wurde ermordet.
Ich habe es geträumt, ich habe es ganz deutlich gesehen. Man hat ihn erschossen, nachts. Mehrere Schüsse. Alle Achtung. Sie träumen treffsicher. Nur bei Vollmond. Haben Sie auch geträumt, wer ihn erschossen hat? Nein, es war ja dunkel. Das heißt, ein schwaches Licht von oben, so ein Schimmer wie vom Mond. Nein, von der Parkplatzbeleuchtung einer Autobahnraststätte. Da ist es passiert. Es wird immer schlimmer mit meinen Träumen. Beim vorigen Vollmond habe ich von einer schwarzen Katze mit einem weißen Fleck geträumt. Am nächsten Morgen saß sie bei meiner Mutter vor der Tür. Total schwarz und ein weißer Fleck unterm Kinn. Hier so, ganz wie in meinem Traum. Ein wunderschöner Kater. Teufel nennen wir ihn. Sind Sie die einzige Mitarbeiterin von Herrn Blankenberg? Ja. Herr Blankenberg hat immer viel selbst erledigt. Sein Büro? Ja. Herr Blankenberg telefoniert viel. Und sie ist körperlich in relativ guter Verfassung, psychisch allerdings gar nicht. Können wir mit Frau Blankenberg sprechen? Ich würde sie heute lieber noch ganz in Ruhe lassen. Aber es ist ja wichtig. Aber bitte nur kurz. Ich hatte Streit mit meinem Mann. Ich war sehr aufgeregt. Worum ging es? Um eine Frau. Mein Mann hat eine Geliebte. Und um mich abzureagieren, bin ich dann einfach weggelaufen und auf einem Waldweg spazieren gegangen. Und? Als ich zurückkam, stand da auf einmal ein Transporter. Und als ich vorbei wollte, ging hinten die Tür zum Laderaum auf. Und dann sprangen zwei maskierte Männer heraus. Und die haben mir ein Tuch ins Gesicht gedrückt und mich in den Wagen gezerrt. Ich bin dann gleich bewusstlos geworden. Wir können auch später wiederkommen. Nein, nein, es geht schon. Danke. Als Sie wieder zu sich kamen, was war da? Ich war irgendwo angekettet. Und die hat mich auch gefesselt und mir die Augen verbunden. Ich konnte nicht sehen. Es war schrecklich. Was wollten die von Ihnen? Sie wollten alles über die Geschäfte meines Mannes wissen. Sie haben gedroht, mich umzubringen, wenn ich ihnen nicht verrate, wo er sein Geld hat. Sie wollten 2 Millionen. Dabei ist mir was aufgefallen. Ja? Der eine, der am meisten geredet hat, sprach Deutsch mit einem leichten Akzent. Und einmal hat er was in einer fremden Sprache gesagt. Das könnte Serbisch oder Kroatisch gewesen sein. So aus diesem Raum jedenfalls. Hatte Ihr Mann Geschäftsbeziehungen dorthin? Das weiß ich nicht genau, aber er erwähnte mal was von Fluchtgeldern aus dem ehemaligen Jugoslawien. Aber ich weiß es nicht genau. Sie müssten ihn selbst fragen. Ich konnte ihn bisher noch nicht erreichen. Frau Blankenberg, da muss etwas schiefgelaufen sein. Ihr Mann ist tot. Aber wir sind früher zurückgefahren. Gibt's mir was zu trinken? Ist was passiert? Ein schlimmer Abend. Wieso? Meine Frau weiß von uns.
Und jetzt? Sie muss uns nachspioniert haben. Sie hat es mir auf der Party gesagt und ich wollte nicht lügen. Und jetzt? Ja, und jetzt ist sie verschwunden. Wie, jetzt ist sie verschwunden? Erst wollte sie ganz plötzlich nach Hause. Und dann musste ich auf der Raststätte halten und hat sie weitergetrunken. Dann ist sie rausgegangen, zur Toilette, dachte ich. Und ist nicht wiedergekommen. Oh Gott, das tut mir leid. Komm, vergiss es. Für sie muss es schlimm gewesen sein. Sie hat immer gedacht, du bist sowas wie ein Vater für mich. Bestimmt hat sie jemanden gefunden, der sie mitgenommen hat. Horst, du musst da sein, wenn sie nach Hause kommt. Bitte, wir müssen alles in Ruhe regeln. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Er schon bei der Polizei war und mich suchen lässt? Nicht mehr von ihm reden. Hm? Schluss. Benito. Du warst wunderbar. Übertreib nicht. Nein, im Ernst. So eine tolle Frau habe ich noch nie gehabt. Schluss, Benito. Nicht davon reden. Lieber machen. Ach, komm her, du.